No, it's total anarchy here, really. Ich bin in Deutschlands größten Obdachlosencamp. Es liegt mitten in Berlin. But we don't have food, we are cold. When we don't have food, we die. Auf dem Gelände leben etwa 100 Menschen, die meisten aus Osteuropa. Das habt ihr alles in einer Woche gebaut? Ja. Ich verbringe mehrere Tage hier. Will wissen, wie das Campleben aussieht. Scheiße, Romero. Hier gut in Deutschland. Auf der Fläche soll ein Riesenaquarium als Touri-Attraktion entstehen. Wohin mit den Menschen? Warum stellt man den Leuten nicht eine Infrastruktur zur Verfügung und einen Ort, an dem sie selbstbestimmt leben können? Weil es diesen Ort schwer gibt. Die Bezirke haben kaum noch Flächen. They don't speak with us. Or we don't know nothing about that, yeah? Alles, was sie wollen, ist hier bleiben. Und dann passiert es plötzlich. Das Camp wird geräumt. Und ich bin derjenige, der es ihnen sagen muss. Da sind über 200 Leute Polizei. Ja, es ist Staat, es ist Gesetz. Ich bin gerade eine Runde laufen, deswegen vielleicht so ein bisschen außer Atem. Aber ich komme gerade an dem Camp vorbei und hier ist es ganz schön zu sehen. Also hier ist man im Wasser. Und wenn man hier lang läuft, dann sieht man überhaupt nichts von dem Camp. Man kriegt echt nichts mit. Hier sind Zäune. Also wenn man es nicht besser weiß, dann würde man auch nicht groß auf die Idee kommen, dass da irgendwas ist. Die meisten Leute laufen dann hier weiter schön am Wasser lang. Da hinten sind die Luxusimmobilien. Und hier sieht es so aus. Beim Joggen entdecke ich dieses Camp. Es liegt direkt an der Rummelsburger Bucht, im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Die Gentrifizierung ist hier spürbar. Clubs müssen schließen, freie Flächen sind rar. Es kostet mich ehrlich gesagt ein wenig Überwindung, hier reinzugehen. Doch ich bin interessiert und frage mich, wer wohnt hier eigentlich? Die ersten Tage bin ich ohne Kamera unterwegs. Aus Respekt und um Vertrauen aufzubauen. Ich merke schnell, hier wohnen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen aus dem System fallen. Hauptsächlich Punks und viele Wanderarbeiter aus Osteuropa. Ich lerne Vladko kennen. Er ist 27, so alt wie ich. Er lebt seit 3 Jahren im Camp. Heute Abend begleite ich ihn und seine Freunde. Es werden Minusgrade erwartet. Deshalb wollen sie Feuerholz sammeln. Hier wohnt er mit 6 weiteren Leuten. Die Zustände wirken auf mich völlig chaotisch. Ich frage mich, ob Vladko hier noch durchblickt. But is there some organization here? Like this corner is your stuff, this corner has another meaning. No, it's total anarchy here, really. Yeah, this is actually kitchen. Yeah. The stove. For Eric and Martin, this is. Neju wohnt auch hier. Yeah. Er sagt, das hier sei Küche, Eric, Wohnzimmer und Schlafzimmer in einem. Who can sleep there? There I sleep. I can show you. It's like my tent. Das ist Vladkos Schlafplatz. Did it get wet inside your tent? Yeah, a little bit, but it's okay. And every time when I start, when it starts raining, I have to like put the water down, you know, like this. I think something just fell down over there. Yeah. And also here, there's some water. Yeah. I know. It's like. You're used to it. Yeah, like every day, almost every day when it's raining, I have to make like this. Do you lock the door? No. No? You take the backpack? You have a backpack? I have everything. Okay, good. Eins der größten Probleme, es gibt hier keine Toilette. Aber wenigstens für das kleine Geschäft haben die Jungs eine Lösung. Yeah, here is the pissoir. Ah, yeah, that's a good invention. Yeah, perfect. I was really surprised. Etwa 2/3 der Campbewohner sind Männer. Doch jetzt erstmal los. Holz sammeln. Vladko und Neju machen das meistens nachts. Sie erzählen, im Schutz der Dunkelheit fühlen sie sich einfach wohler. We have to do everything for to survive, yeah. But we don't have
Food, we are cold. When we don't have food, we die. Holz sammeln heißt eigentlich Holz klauen. Ich frage Vlatko, was ihm das Camp bedeutet. First day when I come to the camp was the like, hey Vlatko, welcome to the home, you know. That's why it's really our community. Er erzählt mir, dass er seit seiner Jugend ein Alkoholproblem hat. Seine leiblichen Eltern seien früh gestorben. Und dann auch noch seine Adoptivmutter. Sein Adoptivvater schmiss ihn mit 19 raus, weil er zu oft besoffen nach Hause kam. Seitdem lebt er auf der Straße. In Berlin sei das einfacher als in der Slowakei, wo er aufwuchs. Everybody have to do something for the survive, go to the job or something like this, yeah. And we have to go for the wood, we have to collect the bottles, we have to make money on the cup, yeah. It's the same work like everything. Wenn Sie Glück haben, steht das Rolltor zum Supermarktcontainer offen, so wie heute. Is it usually more or less? No, usually more. Mostly it's so much and we can't take all of this, yeah. But we are the many people on the camp, and just give this to everybody, yeah. Vlatko sagt mir, er sei glücklich mit dem Leben auf der Straße. Für mich schwer zu glauben. Looking on the flat is something like a stress for me. When I know the mostly people who living like this, they are like, they don't have life. They have only go to the job, go back, go to the job, go back. So I'm out of the system and I won't be out from the system. Im Camp treffe ich auch Donje. Wir kommen über eine Übersetzungs-App ins Gespräch. Er ist seit einer Woche in Berlin, seit zum ersten Mal in Deutschland und wohnt jetzt mit seiner Familie im Camp. Mit Frau und meine Kinder. Mit Frau und Kindern? Ja. Kannst du mir zeigen, wo ihr wohnt? Ja, ja. Komm. Donje spricht auch etwas Deutsch. Er ist Wanderarbeiter, wartet auf einen Job auf der Baustelle. Genauso wie sein Sohn. Klassische Tagelöhner. Insgesamt sind es um die 40 Leute, die hier auf eine Arbeit warten. Doch bisher seien es nur 5, die tatsächlich einen Job gefunden haben, erzählt er mir. Bis dahin harren sie in improvisierten Hütten aus, so wie dieser. Das habt ihr alles in einer Woche gebaut? Ja. Das hab ich von Rumänien. Ich hab das. Ich kann reinkommen? Ja, ja, komm, komm. Komm. Hier schlafen. Ja, hier schlafen. Hier zwei Personen. Hier zwei Personen. Du stehst hier? Ja. Du stehst da. Hm. Machen von Essen. Hier. Ich muss zugeben, es ist gemütlicher hier drin, als es von außen auf den ersten Blick aussieht. Das ist teuer. 20 Euro. 20 Stück, 20 Euro. Aber das 3-4 Tage und nichts mehr. Donje zeigt mir auch das Zuhause seiner Frau. Sie sei gerade in der Stadt und verkaufe Obdachlosenzeitschriften, erzählt er mir. Und wie wascht ihr eure Sachen? Durchmachen. Duschen? Wasser, hier Wasser. Und dann hier und machen das. Ihr duscht mit warmem Wasser von dem Herd? Wasser hier. Von hier. Von hier? Ja. Und dann zeigt Donje mir, wo sie ihr Wasser herholen. Hier, Wasser von hier. Aber jetzt ist es auch zugefroren. Ja, aber ich mache so Bisse. Und Wasser von hier mit Flasche, große Flasche, ja, Gas und machen Dusch. In dem Wasser der Rummelsburger Bucht befinden sich Schwermetalle, fand das Fraunhofer-Institut heraus. Das Wasser ist nicht ja, gut. Ja, aber wo? Keine Geld von kaufen Wasser. Keine Geld. Wir machen drei Personen Dusch, vielleicht 50 Liter Wasser, ja? Von drei Personen. Minim. In Rumänien keine Arbeit, kein Geld. Scheiße in Rumänien. Hier gut in Deutschland. In Rumänien keine Arbeit. Einen Monat Arbeit,
ist 200 Euro einen Monat. In Deutschland könnten es für ihn 1200 im Monat sein, wenn er den Job auf dem Bau bekommt. Mit der Kohle würde er gerne sein Auto reparieren, denn Licht und Schlüssel sind kaputt. Blockieren hier und nichts kaputt. Das Auto ist zur Not sein letzter hier. Zufluchtsort. Wenn hier weg, hier schlafen, Auto schlafen. Hier, das so runter, da runter so oder so. Muss gucken hier. Was hast du für ein Tattoo? Hier. Fernando? Ja, meine Kinder. Ah. Meine Frau, meine Kinder. Fernandos? Ja. Larissa. Larissa. Mirella. Sehr schön. Nichts funktioniert. Ja, verdammt, ich kann Donje verstehen. Donje ist einfach nur ein liebender Familienvater, der das Beste für seine Familie möchte. Und dafür auch wirklich alles in Kauf nimmt. Seien es Nächte bei Minusgraden oder Arbeiten für 7 Euro auf der Baustelle. Ich treffe mich mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Kevin Hönicke von der SPD. Ich möchte wissen, inwiefern sich der Bezirk für die Menschen verantwortlich fühlt. Der Geruch ist krass, oder? Boah. Wann waren Sie das letzte Mal hier? Vor, was haben wir heute? Mittwoch, ne? Vor 5 Tagen. Samstag. Vor 5 Tagen, ja. Genau. Und können Sie auch mal rein dann? Oder? Ich war im Sommer das letzte Mal drin, aber jetzt noch, jetzt am Samstag nicht, im Sommer war ich das letzte Mal drin. Ich möchte wissen, was der Bezirk bisher für die BewohnerInnen des Camps konkret getan hat. Wir haben hier einen Container hingestellt, der die Vermüllung vermindern sollte, was auch nicht zielführend oder nicht ausreichend war oder nicht geholfen hat. Also, aber der Container, der da steht, der wird da auch überhaupt nicht geleert? Ich glaube mittlerweile jetzt nicht mehr, aber am Anfang wurde er regelmäßig mehr geleert, aber da hat sich die Situation überhaupt nicht verändert. Also man hat aufgegeben, den Müll zu entsorgen. Könnte man ja auch lernen, aber man macht das einfach nicht mehr dann. Ich will, wenn den Container, also wer dafür zuständig ist, weiß ich gerade nicht. Ist auch nicht meine Fläche. Also wir sind auch jetzt letztendlich theoretisch nicht zuständig für die Fläche. Es aber ein Teil der Fläche gehört der Stadtverwaltung, nehmen Sie nach. Ja. Genau, und nicht dem Bezirk. Also das ist ganz wichtig. Aber verantwortlich ist ja der Bezirk. Nee, eben nicht. Fläche, für die Fläche, Flächensicherung ist immer der Flächeninhaber verantwortlich. Aber der Senat schiebt es auf den Bezirk, der Bezirk schiebt es auf den Senat. Nee, ja? Die Situation ist undurchsichtig. Die Flächensicherung ist Aufgabe des Senats. Der Bezirk hingegen ist für die Wohnungslosen auf der Fläche verantwortlich. Vielleicht gehen wir mal um die Ecke, ist vielleicht ein bisschen ruhiger. Ja? Wir filmen. Dann wird unser Interview von einem Rollerfahrer gestört. Wir filmen gerade ein Interview. Ja, deswegen, ich sag dir, hier ist der Scheiße, auch bei jungen Rollern. Hallo, komm, Jungs, geht mal spazieren, wir weiter vorne, da wird was machen. Gut, dass wir das mal erleben, weil das ist genau der Grund, warum die Akzeptanz hier vor Ort auch nicht gerade besser wird, weil Menschen hier halt bepöbelt werden, bedroht werden. Also haben sie wahrscheinlich gerade selber gemerkt, dass die Situation nicht die schönste ist, wenn man dann so angemacht wird. Also ich würde jetzt mal bitten, dass wir irgendwo hingehen, deswegen wollte ich nicht davor filmen, weil die verfolgen uns immer noch. Also ich will jetzt hier nicht bedroht werden. Warum stellt man den Leuten nicht eine Infrastruktur zur Verfügung und einen Ort, an dem sie selbstbestimmt leben können? Weil es diesen Ort schwer gibt. Also eine Fläche zu finden in dieser Stadt, die man den Freiraum überlässt, ist schwierig zu finden. Das probieren wir gerade. Ja, aber probieren reicht ja nicht. Also warum behandelt man das nicht als akutes Problem? Die Bezirke haben kaum noch Flächen. Und wir haben einen riesen Druck in dieser Stadt mit Wohnungsbau, Kita-Bau, Schulbau, Jugendfreizeitanrichtungen, die gebaut werden müssen. Aber sowas muss ja bezirksübergreifend passieren. Also auch wenn jetzt in Lichtenberg kein Platz ist, dann ja vielleicht ein Treptow-Köpenick oder so. Die bezirksübergreifende Zusammenarbeit könnte besser sein, um es so mal so zu sagen. Weil also das Problem ist wirklich schwierig. Also es bleibt beschissen, ja. Also Sie fühlen sich nicht zuständig? Ich sag's mal anders. Es gibt andere in dieser Stadt, die meinen, das sollten wir nicht machen. Wo ich sage, die dazu zuständig sind, aber also die bewusst es nicht wollen, dass dort Strukturen gefestigt werden oder dass wir jetzt Angebote machen, die dann vielleicht im Zusammenhang mit einer Bebauung sind und dann heißt es, wir stellen zwar Toiletten auf, aber hintenrum reißen wir das Camp weg. Und ich glaube, wegen diesem Widerspruch arbeitet man eher daran, nicht diesen Zustand zu bewahren, sondern ihn aufzulösen. Offensichtlich ist das ein politischer Streit darüber, wie man mit dem Camp umgeht. Wie so oft in Berlin.
Zurück im Camp spreche ich mit Vlatko über die anstehende Räumung. Darüber, ob ihm bewusst ist, dass er sein Zuhause jeden Tag verlieren könnte. And okay, it's not every time we have to like count about this can happen everything, yeah. But when it's changed, we know what to do. So what will you do when they come with bulldozers here? I take my stuff and I go somewhere. We stop the bulldozer. Yeah, somewhere else. No problem, I think. No problem, yeah, will be problem because you can't have a building, house like this anywhere on Berlin or somewhere, yeah. Okay, here we have a couch, we have stuff, we have a place where we can leave the stuff and everything. But yeah, will be harder, of course will be harder. Because I think it's not possible to make the another same place like this. What do you hope for exactly? Yeah, they give to us something like this. Some place where we can move, where we can live like we are living now. This is a kind of legal place because they don't kick us out yet. They accept that we are here, I think. It looks like this, yeah. Drei Tage später bekomme ich plötzlich die Nachricht, dass das Camp jetzt geräumt wird. Es ist Freitagabend, 21.30 Uhr. Ich fahre sofort los. Komm mit nach Hause. Im Camp begegne ich Donje. Er ist völlig aufgebracht, weiß nicht, was los ist. Warum so viel Polizei? Macht es so hier. Die Polizei kommt jetzt und bittet alle Menschen mitzukommen. Ja. Es ist völlig absurd, dass die BewohnerInnen noch von nichts wissen und ich Donje nun die Nachricht überbringen muss. Ich bin mit der Situation überfordert. Das sollte nicht meine Aufgabe sein. Ich Donje, kein Problem hier. Ja, aber Berlin, Stadt Berlin sagt doch Problem. Guck mal. Du hast hier mitgebracht Polizei. Das ist nicht gut. Viele im Camp denken, ich hätte die Polizei gerufen. Okay. Es kommen Sozialarbeiter der Hilfsorganisation Karuna und versuchen zu vermitteln. Sie fordern die BewohnerInnen auf, in Busse zu steigen, die sie zur Notunterkunft bringen sollen. Die Polizei bleibt erstmal draußen. Von Karuna. Wir sind von Karuna. Alles klar, supi. Leute, packt eure Sachen, wenigstens die Ausweise und sonst was, damit ihr die... Guck mal, Kohle, besser, wenn Geld ihr mit dem BVG-Bus fährt, ist besser. Das nicht mit Polizeiauto. Morgen. Aber die sagen jetzt, da ist ein Bus da, es gibt einen Schlafplatz, Hotel, da sind über 200 Leute Polizei. Ja, es ist Staat, es ist Gesetz. Gegen die könnt ihr nichts machen. Guck mal, wenn ihr eine Unterkunft wollt, einen warmen Platz, ein Dach über dem Kopf, da steht Bus da. Wollt ihr nicht, ihr könnt auch an dem Bus vorbeilaufen. Aber warum wollt ihr diese Angebot nicht annehmen? Lass uns easy machen. Ja, ja, okay, wir machen Polizei. Mach friedlich, ganz in Ruhe, pack Taschen ein, alle zusammen. Ja, ja, kein Problem. Okay. Wir kommen wieder. Und dann sagen wir Bescheid. Luca, du machst es schon. Mach. Polizei, alles und dann weg. Warum? Meine Kinder hier, meine Dexel hier, wo fahren? Morgen, kein Problem, ich morgen weg. Weg in Rumänien. Donje will nicht einfach in einen Bus einsteigen, ohne genau zu wissen, wohin es geht. Kann ich verstehen. Vor dem Camp treffe ich auf Kevin Hönicke. Ging jetzt doch schneller. Ja, können Sie erklären, wieso? Ja, weil die Wetterlage und die Drohung des Winters, Einbruchs jetzt am Sommer, am Wochenende, uns und viele andere, also soziale Träger, DRK, zu der Einschätzung kommen lassen, hat es die Situation vor Ort dazu. Zu gefährlich ist, die Menschen hier in den Situationen leben zu lassen. Bei unserem 45-minütigen Gespräch vor zwei Tagen war von einer Räumung noch keine Rede. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dann können sie auch wieder, dann wollen wahrscheinlich wieder viele zurückkommen. Soweit
sind wir auch gedanklich noch gar nicht. Wie kam es jetzt, dass in so kurzer Zeit das beschlossen worden ist? Dass wir in so kurzer Zeit dank der Unterstützung der Senatsverwaltung eine Unterkunft gefunden haben. Also wir bringen diese Menschen in eine völlig leere Unterkunft, sodass es keine Durchmischung mit anderen Fällen geben kann, also mit anderen Personen geben kann. Dass wir das alles mit allen wirklich verständlich geregelt kriegen. Hier mein Auto, alles Deckel hier und ich weg in Rumänien. Sie müssen nicht weg, Sie können hier schlafen. Ein Tag und morgen nicht weg in Spanien. Aber nicht heute Nacht? Heute Nacht? Nichts weiß. Nein, Sie können in eine Nein, andere. Nein, nicht. Keine Corona? Nein, nur Sie. Also da sind nur die Menschen aus dem Lager schlafen da, keine anderen. Ich bleibe hier in Deutschland. In Deutschland nichts bleibe mir. Ich weg in Rumänien. Ja, keine Chance hier. In dieser Nacht sehe ich nur 3 Leute in den Bus einsteigen, von etwa 100, die in dem Camp gelebt haben. Laut dem Senat haben sich in dieser Nacht schließlich doch noch 47 Menschen in der Notunterbringung eingefunden, darunter auch Donje. Flatko sehe ich nicht mehr, nur noch seinen Freund René. Der erzählt mir, Flatko würde sich einen neuen Platz suchen. Irgendwo auf der Straße. Wo genau das ist, weiß René auch nicht. Ich bin Hostel jetzt, weißt du? Passt. Alles Gute, René. Ja. Bis schaden. Am nächsten Tag ist hier viel Polizei. Ein Bagger fängt an, Teile des Camps abzureißen. Eine schwierige Situation für alle. Ein echtes Dilemma. Draußen sind es Minusgrade, man möchte die CampbewohnerInnen ja nicht erfrieren lassen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen wie Flatko, die einfach keine Wohnung wollen. Vielleicht steht hier nächstes Jahr schon das geplante Aquarium als Touristenattraktion. An dem Ort, der für Flatko, Donje und viele andere ein Zuhause war. Vielen Dank fürs Anschauen, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Was haltet ihr von Safe-Place-Konzepten, in denen Obdachlose selbstbestimmt leben können? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und um nochmal mit allen Vorurteilen gegenüber Obdachlosen aufzuräumen, gibt es hier noch den Film von Auf Klo, so ist das Leben auf der Straße wirklich. Schaut es euch gerne an.